Meine Damen und Herren, was tun Sie, wenn Ihre Biogasanlage die neuen Grenzwerte für den Formaldehydbonus nicht einhalten kann? Mein Name ist Helmut Leubel, ich bin Rechtsanwalt bei Paluca Sobola Leubel und Partner. Wir beraten bundesweit Biogasanlagen und generell erneuerbare Energienanlagen und ich leite hier den Bereich erneuerbare Energien. Wir hatten bereits in einem unserer letzten Videoblogs das Thema neue Grenzwerte für den Formaldehydbonus ab 1.7.2018. Heute will ich mich mit der Frage beschäftigen, was können Sie eigentlich tun, wenn Sie diese Grenzwerte nicht einhalten? Nochmal kurz zur Wiederholung, wer erhält den Formaldehydbonus? Alle Bestandsanlagen, die vor 2012 in Betrieb gegangen sind, wenn Sie entweder eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung haben oder aber vor 01.01.2009 in Betrieb gegangen sind und den jeweils geltenden Formaldehyd-Grenzwert einhalten, was durch eine entsprechende Messung nachzuweisen ist. Bislang war und ist es so, Sie müssen in einer einmal jährlichen Messung 40 Milligramm nachweisen, ab 01.07.2018 müssen Sie 20 Milligramm nachweisen und hierbei zugleich die NOx-Werte einhalten. Wenn Ihr BHKW das jetzt nicht schafft, stellt sich die Frage, wie sollen Sie darauf reagieren? Erstmal, grundsätzlich ist es so, es muss jedes BHKW bei Ihnen diesen Grenzwert einhalten. Wenn es eines also nicht schafft, wäre die relativ einfache Lösung, man baut es ab, es zählt dann nicht mehr zur installierten Leistung und man kann damit möglicherweise den Grenzwert retten. So auch das erste Beispiel, das ich mit Ihnen besprechen will. Gehen wir von einer Anlage aus, die im Jahresschnitt 500 kW einspeist. Installiert ist ein BHKW mit 530 kW, eins mit 180 kW und das 180 kW Aggregat kann den neuen Grenzwert nicht schaffen. Bleibt es in der Anlage, entfällt mein Formaldehydbonus, das heißt mir fehlen 43.800 Euro im Jahr. Baue ich es raus, habe ich weiterhin dieses Geld, das heißt die Lösung ist hier auf den ersten Blick relativ einfach. Schwieriger wird es, und so mein zweites Beispiel, wenn Sie eine bereits flexibilisierte Anlage haben. Heißt, Ihre 530 kW plus 180 kW haben schon ein Flex-BHKW mit weiteren 500 kW installierter Leistung und Sie machen natürlich die Flexibilitätsprämie geltend. Wenn Sie jetzt das 180 kW im Aggregat entfernen, weil es den Grenzwert nicht einhalten kann, wirkt sich das unmittelbar auf die Flexprämie aus. Das heißt, Sie müssen im Einzelfall genau durchrechnen, was ist eigentlich höher. Der Anspruch auf den Formaldehydbonus oder der Anspruch auf die Flexibilitätsprämie. In dem Beispiel, wenn die 180 kW bleiben, entfallen mir 43.800 Euro Formaldehydbonus. Ich erhalte aber die volle Flexprämie in Höhe von über 78.000 Euro. Baue ich das BHKW raus, bleiben mir die 43.800 Euro Formaldehydbonus. Meine Flexprämie sinkt leicht ab von 78.000 auf ca. 62.000 Euro, heißt aber im Ergebnis fahre ich immer noch besser, wenn dieses BHKW entfernt wird. Ganz anders, und jetzt kommen wir zu Beispiel 3. Wenn das große Aggregat, also das 530 kW Aggregat in unserem Beispiel, den Grenzwert nicht einhält, was passiert dann? Baue ich es aus, das gleiche Beispiel, dann bleibt mein Formaldehydbonus in Höhe von 43.800 Euro. Mir fehlen dann aber für die flexible Fahrweise 530 kW, das heißt, meine Flexprämie geht von über 78.000 Euro auf knapp 16.000 Euro runter und das zeigt schon ganz deutlich, hier darf keinesfalls dieses BHKW tatsächlich entfernt werden. Der Einknick bei der Flexprämie wäre viel zu dramatisch gegenüber den dann geringen Erlösen aus dem Formaldehydbonus. So, und jetzt wird es nochmal ganz schwierig. Wenn Sie nämlich im Grunde genommen erstmal zum Ergebnis kommen, die Entfernung des BHKW ist besser, weil ich mehr Geld habe, kann sich diese Betrachtungsweise sehr schnell ändern, wenn Sie kurz vor dem Laufzeitende sind. Wenn Sie nämlich beispielsweise jetzt in die Ausschreibung müssen, weil Ihre Laufzeit 2020 oder 2021 endet und Sie entfernen ein Blockheizkraftwerk, dann fehlt Ihnen diese Leistung künftig für den Flexibilitätszuschlag. Das macht 40 Euro pro kW für 10 Jahre aus. Das heißt also im Grunde genommen, wenn man beispielsweise ein 280 kW Aggregat entfernt, reden wir über 112.000 Euro Flexzuschlag, die dann plötzlich nicht mehr anfallen. Zudem müssen Sie beachten, während der Ausschreibung müssen Sie doppelt überbaut haben. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, wir bleiben bei einem 530 kW Aggregat plus einem 280 kW Aggregat. Wenn das 280 kW Aggregat weg ist, darf ich während der Ausschreibung nur noch die Hälfte vom 530 kW einspeisen. Kann ich es aber behalten, dann darf ich
künftig die Hälfte von 810 kW einspeisen. Das heißt also, ich kann die Anlage relativ so weiterfahren wie bisher, was natürlich deutlich sinnvoller ist. Als Fazit lässt sich also festhalten, ich muss den konkreten Einzelfall betrachten. Ich kann nicht pauschal sagen, BHKW raus oder BHKW soll bleiben, sondern es muss auf den Einzelfall eine zugeschnittene Lösung erarbeitet werden, damit die Anlage auch tatsächlich zukunftsfähig ist. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.